So. Da sind wir wieder, Leute. Jetzt gehen wir erstmal zu Hype. Mal gucken, was der sagt. Missgeburt! Hotze, Huren, Kraft! Power! Strength! Ich wollte den einfach nur raus und den habe ich heute reingefügt. Ich habe dafür Hello gelöscht. Weil das kann man eigentlich immer noch ein bisschen verwenden. Luca hat es übrigens geschafft, dass die Namen jetzt anders angezeigt werden, ne? Wer online ist. Cool, ich bin auf meinem eigenen Server online, obwohl ich gar nicht online bin. 4 Namen, aber 3 sind nur online. Ich bin der Boxy online, ja. Du bist ja dänisch, oder? Nein, ich bin nicht mehr drauf. Bei mir steht David, Lars, LR, Hype und dummer Mensch steht drauf. Refresh mal. Das ist meistens ein Anzeigefehler. Weil du bist nämlich nicht online, auch auf der Tabliste. Ja, ich weiß, ich join ja jetzt. Ich fand's nur lustig. Scheiße, wieso leckt das denn heute wieder mal? Mann. Hypey. Hypeline. Lars, sie halt's mit Mauli. Scheiße. Nein, du kriegst den rein, den Foxy Gaming. Der ist auf 10.000 erhöht worden. Was hat er? Wird sich gleich wahrscheinlich im Rang sneaken. Er hat 5.000 Kanalpunkte, nehme ich mal. Du hast es nicht auf 10.000 erhöht. Nein. Selbst 5.000 ist schon grenzwertig, aber es ist noch machbar. Nee, doch, 5.000. Ja, 5.000, aber nicht 10.000. Nee, jetzt 5.000. 5.000 ist schon grenzwertig, aber es ist noch machbar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß jetzt nicht, wieso du jetzt so feierst. Ist ja kein guter Rang. Auch wieder. Na doch, er kann 24 Mal von selber online. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt erstmal Gruppe. Ich glaube, du musst aber wieder neu drauf joinen danach. Weil ich weiß nicht, ob es dir direkt. Nee, du musst nochmal joinen. Aber warte, erst möchte ich an der Whitelist hinzufügen. So, jetzt solltest du vielleicht nochmal rejoinen. Du müsstest mal rejoinen, ja. Weil der wird nicht immer angezeigt, das liegt an einem Ding. Ja. Luck Perms. Mich ist der Rang super, achso, ja. Ich hab so ein komisches MOD da oben so stehen. Also keiner, was das sein soll. Nein, lass dich. Geringverdiener. Bei mir steht da ohne. Ha! Wer will eine Spende? Lass du ja. Wer will eine Spende? Komm, willst du eine Spende, Lars? Ich doch. Willst du eine Spende? Nein. Vielleicht musst du noch mal spenden, Hype. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich muss den Server mal beobachten, tatsächlich auf eine längere Zeit. Weil ich habe immer so das Gefühl, wir ballern den RAM zu sehr voll. Dass wir vielleicht nochmal erhöhen müssen, um 1 GB. Das könnte möglicherweise auftreten. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Und übrigens für Leute, die sich fragen, was war heute Mittag los? Ja, die haben das Webinterface für den Server upgegradet. Es kann sein, dass heute vielleicht mal Julian kommt. Lukas hat es übrigens geschafft. Das Ding. Ist Plugin funktioniert, ich weiß schon. Nein, noch nicht ganz. Also er hat jetzt auf jeden Fall das Ding schon geschafft, ne, dass du nicht mehr angezeigt wirst. Und wieso funktioniert meine Farm hier nicht? I don't know. Ist das zu viel? Was ist zu viel? Ich habe so eine scheiß Bienenfarm gebaut und jetzt funktioniert die nicht so, wie es will. Bienenfarm? Ja. Hast du eine Bienenfarm gebaut? Ja, Honig. Für Honig und so ein Shit. Ja. Alles klar. Aber die funktioniert irgendwie nicht so, wie sie funktionieren soll. Okay. Keine Ahnung. Ich kann, als Bienenfarm kann ich mich überhaupt nicht ausmachen. Warte mal, ich versuche mal was. Das könnte funktionieren. Das sieht zwar scheiße aus. Ist aber dann scheißegal. Und es ist scheiße, die Hopper aufzufüllen. Und ich brauche nur einen Tonnen von Glas. Danke für eine Spende, die ich nicht sehen kann. Hype-1 spendet 10 Euro. Hype spendet 10 Euro. Spende? Willst du eine Spende?
10 Euro gespendet, willst du eine Spende, Junge? Das hat ja doch angezeigt, du hast es nicht realisiert, du kleiner... Ich hab's aber gehört, halt, kein Problem. Es gibt doch den Sprachassistenten, der liest es mir vor. Danke, dass du es realisiert hast. Das erfreut mich. Ja. Danke, Alvin, für die Spende. Ja, willst du eine Spende lassen? Willst du eine Spende? Geh los, Junge. Viva La Foxy hört immer noch mal einfach rejoinen, dass der... Sonst kick ich dich einfach, bitte. Sonst wirst du gekickt. Da geht er schon, Junge. Siehste. Da gehen wir so online. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Ja, heul leiser. Das ist kacke. Ich mag auch niemand. Yay. Das ist okay. Diese kleine Freude, die es wahrscheinlich so wieder gerade hat. Was ich mich frage, das kann ich beim nächsten Mal ausprobieren. Sagen wir mal nicht, dass es an Repeatern liegt. Ich hab keine Ahnung. Vor allem, das ist sau kostenspielig, die Farm, weil ich brauche dafür Tonnen von Glas. Und für die zukünftigen Bauprojekte tue ich gerne Netherrack einschmelzen, ist auch geil. Netherrack einschmelzen. Mhm. Damit wir ja davon genug haben für das Bauen später. Und meine Lavaquellen sind alle. Ich beheize gerade 6 Öfen. Ich habe, also bei mir sind noch arsch viel Lava ein, was du so schön, wenn du willst. Ich habe auch noch Reserve, so ist es nicht. Aber? Ich habe gern immer alles aufgefüllt. Ich habe noch ein ganzes Barrel voller Lavafässer, theoretisch. Okay. Also ich bin jetzt nicht an der Knappheit. Hat man schon mal vorgesorgt. Also ich dachte schon. Außer im Notfall könnte ich immer noch Bambus verbrennen bei mir. Ich hab's ja eh unendlich viel. Du hast ein angezündetes Rune Portal, what the fuck? Ich hab keins. Kein Portal oder kein Rune Portal? Gar kein Portal. Was ist da für eine Fläche? Oh, ich hab die. Ach, das ist ja. Da stimmt aber die Arena. Ja, die Fläche, die muss noch irgendwann zum Shop umgebaut werden. Ich habe mit Lukas gestern nochmal über ein Clan-Plugin gesprochen, ne? Mhm. Mal gucken. Damit belästige ich ihn danach, habe ich gemeint. Junge, du lässt echt alles für dich von ihm programmieren, oder? Nee, sind wir mal ganz ehrlich. Also ich habe ja nicht, ich ist ja nicht so, als hätte ich noch keine Chunk-Claiming-Plugins durchgeguckt. Der Nachteil an den ganzen Chunk-Claiming-Plugins, die auf dem Markt sind, ist die Anzeige, dass das Ding geclaimed ist. Wenn du drauf gehst, geclaimt ja, von. Ja, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Am besten wäre natürlich mit einer Karte, aber das geht halt nicht. Das geht halt nur bei Mods. Das Schönste wäre, wenn es einfach nicht so groß fett angezeigt wird, sondern bloß so vielleicht klein irgendwie. Naja, ich weiß vielleicht es nicht. Vielleicht auch auf die Tab-List, weißt du, du kannst den Tab zum Beispiel. Oder nee, das Scoreboard, rechts das Scoreboard. Da zum Beispiel. Ich habe immer noch kein Scoreboard, das ist super. Nee, aber ja, das wäre. Jawohl, er kann ja ein Scoreboard programmieren drin, theoretisch. Dings, ganz kurz, was mir gerade das einfällt, bevor ich wieder meine Idee vergesse, was ich mit dir reden wollte. Scoreboard, Cineboard. Ich habe jetzt überlegt, pass mal auf. Der echte Lars hat ja auf DC geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass er ja Untermieter offen hat, ja? Und ich habe jetzt überlegt, was wäre, wenn wir am Spawn ein schwarzes Brett machen, so ein offizielles schwarzes Brett, wo alle Player hin können und zum Beispiel angeben können, wenn die zum Beispiel sich Dienste suchen oder Dienste verkaufen. Weißt du? Zum Beispiel kann er zum Beispiel dann eben, kann er dann zum Beispiel schreiben, ich suche, ich biete 2 Untermietungen im Haus und ich, zum Beispiel ich kann schreiben, ich suche Leute, der mir 3, 4, 6 Cobblestone farmt oder sowas. Oder, das Problem an dem ganzen Sache ist am Spawn, so, weißt du? Das ist ja geclaimed sozusagen. Dieser Area ist ja mit einem Plugin gesichert. Außerhalb vom Spawn meine ich halt. Ja, aber das ist krass. Muss man dann außerhalb vom Spawn arbeiten, so. Keine Ahnung, wie man das umsetzen kann am sinnvollsten. Oder wir machen Discord auf. Schwarze Wolle hinmachen. Einfach schwarze Wolle hin. Ja, das ist ja nicht das Problem. Oh mein Gott, ein Baby-Zombie. Baby-Zombie-Villager, Junge. Oha. Ja, okay, weiter. Die andere Überlegung wäre, wir könnten auch einfach Discord da einen Channel öffnen bei Minecraft als Blackboard. Biete suchen, ja, aber dann wird's aber trotzdem vielleicht einfach mit schwarzen Wollen ein paar Schildern auf Minecraft auf Minecraft koppeln, dass man trotzdem so in MC auch schauen kann und nicht immer auf Discord switchen kann, weißt du? Weil nicht jeder hat ja 2 Bildschirme, wo immer auf Discord und halt auf Minecraft. Ja, dann kauft euch doch mal einen zweiten Bildschirm! Junge, du bist so nett zu deinen Zuschauern, hab ich schon mal erwähnt. Leute, ich kann euch noch einen schicken, ich hab noch ein paar rumfliegen bei mir, Alte.
Genau, alle, die mit meinem Bildschirm wollen, jetzt alle in Twitch reintreiben. Ich will es beim Bildschirm lassen. Also, es ist ein 19 Zoll Bildschirm. Junge, ey, er ist ein Baby-Zombie-Villager, jetzt ein normaler Zombie-Villager, sogar ein Stonemason. Ja, shut up, Alter, meine Fresse. Die Sache ist halt mit einem Blackboard, das könnten wir halt außerhalb dieses Bereiches machen, ne? Ja, meine ich ja. Einfach oder? Oder wir machen ein Blackboard am Shop, da können wir es theoretisch auch machen. Kann man vielleicht sogar. Na, koppeln ist es eher nicht, aber. Ja, Shop ist scheiße, ich meine, Spawn ist wenn dann, glaube ich, lokaler, oder? Ich weiß nicht. Ich würde einfach sagen, Spawn, so, yo, mach es zum Spawn hin. Einfach an eine Richtung, du kannst dir da Blöcke platzieren eigentlich, dass du sagst so, du machst zwei Schilder oder halt irgendwie in die Indikation, dass man sagt so, yo, in die Richtung, also in die von den vier Seiten Richtungen ist eben das Blackboard und dass da halt die Player hinlaufen können und sich dann eben das Blackboard anschauen können, wenn Leute was biegen oder nicht biegen, genau. Ich weiß nicht, ich bin damit irgendwie nicht so. Das Problem ist, innen drin könnten wir es theoretisch auch machen. Ist ja nicht so, als wäre es nicht. Das Problem ist halt, dann geben wir halt Blöcke frei. Innen drin. Aber da kann. So drei, vier Stück. Kannst du direkt Blöcke freigeben? Nein, da würde ich einen neuen Bereich markieren, aber das ist ja nicht ein Problem. Du markierst halt den Bereich vom Blackboard, den die beschreiben dürfen. Das sind ja dann ein Block. Rechts, links. Das Problem ist hier nur, alle Schilder werden ja automatisch entfernt, wenn auch beim Spawn. Ist ja noch die andere Sache. Wenn die droppen. Ja, wenn du die abbaust. Hm. Weil wir haben ja noch da eine riesige freie Ecke, theoretisch. Ey, mach mal die Hüpfburg einfach weg, so genau. Wieso? Die ist doch schön. Ja, oder in die andere Ecke. Genau, hier in die andere Ecke. Stimmt, hast du recht. Hier in die andere Ecke, hier an die Wand zu ran. Ich würde nicht direkt an die Wand machen. Ich würde so machen, wie es bei anderen auch gemacht hat. Ja, gut, halt auch mit so mit den Birken so, und den Oak-Signs drauf und dann einfach... Halt, habe ich Birke genommen? Ja. Du hast Birke gehabt. Hattest ich Birch mit Androids. Oder mach einfach schwarze Wolle. Mach schwarze Wolle, Digga, das ist ein richtiges Blackboard. Kannst eigentlich nehmen, was du willst, so im Endeffekt. Ich hab auch jetzt eine auf Snap geedet, Alter. Holy shit, Junge, 17 Jahre. Aus Niedersachsen, aber. Nee, aus Ulm. Nee. Junge. Insta wirklich. Die Insta sind wir geschickt, also leck mir, wie hat das drauf? So, jetzt kann man hier auf Fernseher drauf machen. Jetzt kann ich mit Greenscreen arbeiten, halb. Oder mit Blackscreen, je nachdem. Was muss ich alles? Keine schwarze Fotos, sondern. Genau, Concrete. Ja. Das sieht halt besser aus, weil es weniger Pixel hat. Das sieht halt aus wie ein cleanes, schwarzen Block. No, sorry, but you can't break the block. Sorry, but you can't break the block. Sorry, but you can't. Hallo, dummer Mensch. Jetzt muss ich mir erstmal wieder durchlesen zum Plugin. Plugins? Welches brauche ich denn? Du gibst Lukas eine Aufgabe, ich geb dir eine Aufgabe. Fick dich doch. Ja, weil du halt keine Berechtigung dazu hast. Ja, ich würde es gerne machen, aber auch, erstens, wenn ich die Plugins kennen würde und zweitens, wenn ich halt... Du hättest nicht mehr Berechte für World Guarded. Das ist so wie World Guarded, das würde ich dir auch nie geben. Das sind zwei Sachen, die würde ich dir nie geben eigentlich, wenn sie es vermeiden lässt. World Edit. Moin. Ich hab doppelt easy, Idiot. Das sind zwei Plugins, die würde ich dir niemals geben, weil ich echt Planik habe, dass du damit irgendeine Scheiße anstellst. Du kannst mit beiden Plugins so viel machen. Ich wollte gerade meinen Dreizack werfen, Junge, und ich bin mir gerade gekommen, Alter. Dreizack, delete doch. Dreizack wird doch safe delete, oder? Dummer Mensch, verpiss dich, ist noch nicht fertig, Mann. Verziebel dich, Mann. Soll ich dir wieder zerlegen, Alter? Hier. Weiß gar nicht mehr, wie das geht. Eisenrüstung, komm. Komm, Digga, Eisenrüstung, ich zeig dir, Alter. Wenn ich dich in eine Eisenrüstung zerlege, Junge, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Eisenrüstung Sword, PvP, come on. Komm her. Eisenrüstung Sword. Ja, genau. Ohne Bogen, ja. Wie schreibt man denn Blackboard? Black? Wie schreibt man Board? Geil. Verleg dich, Alter. Black. Board schreibt man wie? Zerleg in den Eisenrüstung! Ich zerleg in den Eisenrüstung! Oh mein Gott. Ich glaube, das geht sogar mit Ding noch, aber nein. Jetzt ist die. Wie, ey, ich hasse diesen Scheiß.
Name Blackboard. So, jetzt muss ich gucken, wie waren da die Rechte zu vergeben. Dass man auf diesen Bereich zugreifen kann. Ich hasse Firefox. Wieso? Wisst ihr Leute, Firefox ist so ein richtiger Müllbrowser, wenn es ums Ding geht, um Streamen. Remove. Add Owner. Add Member. Kann ich da nicht Add All schreiben? Okay, mach gut damit. Notch. Add Tower. Nein, Blackboard. Ah, shit. Da hat er mich erwischt. Es ist ein scheiß Knockback, Alter. Ich schwör. RG. Aber, ist gut. Da steht immer so ein eins gemoved wird, Alter. Board. Mach schneller. Cool, das geht nicht. Wenn ich Group mache, geht Group. Prefix, der Name, own. Wieso hängt sich der scheiß Browser nonstop auf? Eine Berechtigungsgruppe. So, ich kann jetzt einfach mal versuchen. Lass einfach mal Hype erstmal hinzufügen, Leute, ob Hype dann drauf bauen kann. Hype, hast du Blöcke dazu? Nope. Dann hol dir mal einen Block oder irgendwas. Machst du einen bestimmten Quadranten oder machst du nur das Blackboard-Koordinaten? Nur das Blackboard, also davor. Ja, aber ich muss mir nicht. Das ist. Oh, wait, ja, dann mach ich mir gleich. Weißt du, dann machen wir gleich als testungsweise mal gleich ein Sign. Das Problem ist, anscheinend kann ich. Aha, Blackboard Bro, ich, View Member. Jetzt solltest du es können. Digga, ich hab kein Holz, Alter, dass ich mir sagen, dass ich mir das. Junge, bin ich arm, Alter. Ich muss mir kurz Holz holen für ein paar Signs. So wird's gut. Der Mensch versucht es wieder abzubauen. Er wird bald gebannt. Jetzt ist die Frage. Jetzt soll einfach gehen, Mann. Jetzt ist die Frage. Frage, große Preisfrage. Warte mal, ich gehe. I can't place the block here. Du kannst nicht darauf einen Block platzieren. Nope. Sorry, but you can't place the block here. Versuch mal da, komm mal her. Versuch mal da drauf einen Block, ein Schild zu platzieren. Hype. Nope. Du kannst nicht oben drauf was platzieren. Okay. Soll ich einen Ticken, Mann? Sollen wir gehen, Alter? Blackboard Info. Flag. Ja, gut. Members, Jeez. Aber G-Mod ist drauf. Und du bist ja in der Group-Mod. Ja, aber ich kann da nicht placen. At. World. Nee. Ich kann nirgends placen, Mann. Versuch's jetzt mal. Nope. Und auf dem Block? Nope. Sag nicht, dass. Wie habe ich das in der PvP-Arena gemacht? Das ist jetzt eine gute Frage. Muss ich eine Flag vielleicht einstellen? Eigentlich ja.
Wenn du was machen möchtest, that's eigentlich a flag, ja. Mave, a consequence. Please read that document and this is flag, Mave. Ich kann ihn nicht mehr setzen. Blockbreaker placen. Kann ich nicht setzen. Das ist eigentlich genauso wie auf Creeper Games. Du musst auch eine Flag gesetzt haben, dass du auf einem anderen Grundstück bauen kannst. Chest. Ja, aber du kannst dir. Das sind 7 Seiten. Item Frame, Block Trampling, Using Item. Kannst du meinen Dirt Block denn abbauen? Ja. Also. Enderman, Other Explosion, Fireball. Ja. Wieso geht denn das nicht? Warte mal. Aber die richtige Ding ist es schon. List. Blackboard Infos. Doch, von dem bis oben hin, oder? Jetzt sehe ich die Koordinaten nicht, gut. Koordinaten, wir sagen von dem Block? 371, ja, passt. Warte mal, oben. 371, 64, wieso ist das 64? Versuchen wir an den Dirt Block was zu platzieren. Ganz kurz. Wo ist das? Blockcord. 64. Also, wenn ich fliegen tue. Versuch mal den da dran zu platzieren. An der Seite oder so. Nö, geht nicht. Konnte man irgendwie. Nope. Region. Antwortregion, wo. Ah, da unten ist es. Cool, jetzt habe ich da was kaputt gemacht. Weißt du, was wir noch machen können? Bevor wir alles dann unter den offenen Spielern zu geben. Ne. Den Mods. Bildern etc. Die Rechte geben, da auf dem Blackboard zu arbeiten. Und dann auf DC die Rolle zu stellen. Also auf DC den Kanal zu stellen, wo man seriös halt einschreiben kann. Und dann nur, dass halt eben nur die Mods das ins Blackboard in Minecraft bearbeiten. Aber weißt du, wie ich meine? Halt, du sagst, du schreibst in DC das rein. Und wenn ein Mod das akzeptiert, als es ist okay, dass ich das in Minecraft reinschreibe, reagiert er zum Beispiel mit einem Haken, mit so einem grünen Haken oder sowas, so im Sinne so abgehakt, weißt? Versuch mal und jetzt dann, das da drauf zu platzieren. Und dann placed er das halt. Nein. Kannst du was auf den Dirt Block platzieren? Nein. Aber ich hab's auch in Dingen irgendwie schön gekriegt. Aber, hä? Der ist auch ganz falsch gepolt. Was läuft denn bei dem falsch? Was ist denn das für eine Koordinate? Willst du vorlesen? Ja. Du hast Koordinate 371. Ja. 65? Ja. Minus 250. Ja. Der Block. Soll ich dir was sagen? Ich esse heute seit einer Ewigkeit mal wieder meinen ersten Apfel. Junge, ich hab so lange keinen Apfel mehr gegessen, Alter. Guck mal, Mensch, dann wirst du gebannt, wenn du das tust. Und zwar perma. Egal bei welchem Haustier. Sag ich dir. Was sagen wir dich?
warum? Die Frage stellt sich erst gar nicht. Das macht man einfach nicht. Kann ich den erstmal löschen wieder. Allerdings könnten wir auch das Blackboard komplett außen lassen, fällt mir gerade so ein. Meine ich ja. Wenn wir Luca vielleicht auch beten oder selbst irgendwas finden, mit dem du so ein Buchding holen kannst. Wenn du weißt, was ich meine. So dass man ein Buch aufrufen kann. Alter, da hast du eine Idee. Holy shit. Aber ich habe noch nichts gefunden. Ich habe Auftragsbuch-Plugin eingegeben. Weil das wäre halt gestern, dann machst du, keine Ahnung, S-Book. Und dann kannst du ja definieren dafür die Berechte, dass keiner sie löschen kann, außer der Ersteller. Oder natürlich der Admin. Oder du, je nachdem Gruppe, können wir ja immer noch festlegen, wahrscheinlich danach. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, wieso man das sowas nennt. Blackboard-Book oder wie... Ausschreibung. Da kommt halt nichts Gescheites dabei raus. Es kommt nur Claiming. Crazy Automatic. Automaster gibt's noch. Ist auf der neuesten Version. Big Jobs earn money, MC Jobs. Explorer. Es geht halt, also Jobs Plugin zu suchen, das ist schon. Ich will ja kein Job Plugin. Ich will ja so ein Buch haben, so dass du irgendwie so S-Book machen kannst und dann so ein Buch aufrufst. Ja, Digga, dann, Alter, da musst du schon eher, da glaube ich, richtig, weißt schon, was selber programmieren, weil das musst du so ein Buch, das ist ein Buch mit Command öffnet, so ein Buch, das wird schon eher darauf Selbstprogrammierung rauslaufen, Mann. Alter, weißt du, wie teuer das wird, wenn Lukas was von mir zurückzahlen will, Junge? Irgendwann musst du ihn bezahlen. Keine Ahnung, ob er überhaupt, weil ich hab dir gesagt, ich hab ihm gesagt, er hat was gut bei mir. Aber irgendwann ist es auch zu viel, was ich von ihm für Glück gesagt abverlangen muss. Da musst jetzt du ihn drum bitten. Darum kann ich jetzt da keinerlei. Ich habe schon von ums letzte Plugin gebeten. Ich würde ihn nochmal fragen, wenn er Bock hat. Außerdem macht er das ja freiwillig die meiste Zeit, also. Und nur so nebenbei, es hetzt ja jetzt alles nix. Das ist so ein Projekt, wenn er Bock hat. Der Typ ist einfach so. Der macht es, weil er das kann und weil er einfach Spaß daran hat. Sachen aber es gibt nicht so ein wirkliches System dafür. Nee. Ich denke nicht. Ich hasse es jetzt schon, der scheiß Firefox-Browser hängt. Wieso hängt der eigentlich immer, wenn ich. Was? Lukas, ich habe eine Bitte. Minecraft. Aber ich glaube, das wäre auch schnell programmiert wahrscheinlich. Ja. Ey, Luke, Lars. Kennst du noch das 66-Karten-Deck, von dem ich geredet habe? Die Unteroberkönig 10er Asser. Ja, ein bayerisches hier, Deck, ja. Ich. Bayerisches Deck. Was glaubst du, welche Karte ich gerade in der Hand habe? Eiche 7. Ach nee, gibt's gar nicht. Eiche König. Falsch. Und what about now? Interessante Karte. Herz Ass. Falsch. Jetzt? Herz Ober. Nein. Jetzt? Herz unter. Junge, was bleibt auf Herz? Nein, Mann. Herz 10. Oh, Digga, du bist so knapp dran vorbei gewesen, Alter. War es Herz 9 oder war es Herz unter? Es gibt keine 9, es war ein Herz Ass. Herz Ass. Wieso gibt's denn dafür kein... Soll ich jetzt ganz nett Luca schreiben? Okay, jetzt. Lukas.
Komm mal, was habe ich jetzt in der Hand? Eichel, Ass. Nein. Ich schreibe jetzt einfach, dass es deine dumme Idee war. Es war meine dumme Idee, aber das ist du. Ey, meine Idee war es, außerhalb des vom Spawn ein Blackboard hinzuplacen. Deine Idee war es, es innerhalb vom Spawn hinzuplacen, beziehungsweise jetzt auf das Buch zu switchen. Okay, weißt du was? Weißt du was? Wenn du jetzt die nächste Karte errätst, dann kannst du sagen, dass es meine Idee war. Nein, okay, was habe ich in der Hand? Herz unter. Digga, es war der Herz ober, du Idiot! Mann, ja. Du hattest immer eins daneben. Okay, was habe ich jetzt? Herz unter. Nein. Wie hoch ist die Chance, dass die Karte drankommt? Das ist eine Chance von 4 mal unter Oberkönig 10 Ass. 20. 4 mal 20. Nee, halt 4 mal 20. Bist du bei einer Chance von? Ich muss ihm sagen, erstmal, dass es ein kleines Plugin ist, glaube ich. Es wäre 80. Das wäre eine Chance von 1 zu 80, glaube ich. 80 Karten sind das? Das sind 80 Karten. Du hast 5 Karten auf der Hand, also 5 Karten einer Farbe und 4 verschiedene Farben. Nee. 40. 40 Karten sind es. Du hast 5 Karten bloß. Du hast ja den Unter-Ober-Zähne-Unter-Ober-König, Zähne-Ass. Ja, du brauchst 5 Karten. Du hast 4 Farben. Heißt easy peasy, du bist bei 40 Karten. Ne, 20 Karten. Du hast Lava, ich kann für den Scheiß nicht mehr. Du bist bei 20 Karten. 5 Karten und 4 Farben. 5 mal 4, Junge, das ist 20. Bin ich dumm gerade. Das heißt, du hast eine Chance von 1 zu 20, dass du die richtige Karte errätst. Junge, der hat okay. Der verschwendet jetzt schon mehr Zeit an unserem Plugin, was wir haben wollen fürs Nicken. Aber ich glaube, das Plugin könnte sehr, sehr groß werden für ihn. Mhm. Weil es gibt's halt noch nicht so. Gar nichts gibt's in dem Bereich. So wie er es jetzt macht. Okay. Okay, ich habe mir eine Karte ausgesucht. Die liegt jetzt verdeckt auf dem Tisch. Sagst mir jetzt, was du denkst. Warte mal, was gab's noch? Es gibt Blatt. Es gibt Eichel, es gibt Herz und es gibt Schellen. Davon Ober, König, Zehner und das. Dummer Mensch, ich kann programmieren, nur halt keine Plugins und kein Java. Schwierig. Ich kann HTML, also Strukturen, das ist HTML, ich kann CSS, ich kann C#, ich kann JavaScript, ich kann mehr oder weniger Flutter, würde ich aber auch auslassen, würde ich niemals reinschreiben. Ich kann ein bisschen SQL, und das ist auch nicht programmieren, sondern Datenbanken, und dann bin ich auch durch. Also ich kann dir kein Java-Plugin hinschreiben. Lukas im Gegenteil halt wieder schon. Der kann dafür kein C# zum Beispiel. Der ballert dir Java-Plugins hinterher, Alter. Du sagst ihm, was du willst. Also mit Plugins ist das schön, du kannst alles machen. Alles. Der arbeitet aber auch für ein professionelles Server, ne, glaube ich, oder Lukas? Weißt du, für welchen Server der arbeitet? Ich würde sagen, arbeitet er für einen deutschen Server oder einen amerikanischen Server? Einen deutschen Server. Ich würde sagen, Gomme oder Griefer Games, das sind die zwei größten. Soll ich dir was sagen? Was? Weißt du, ob du die kennst, aber der Jawcraft. Ach, super. Er arbeitet für die Jawcraft, Alter, und die haben einen zweiten Server aufgesetzt für die Jawcraft. Da war ich Tester mit dabei, da wurde ich für ihn eingeladen. Und er hat Plugins, Minigames und etc. programmiert und gespielt. Genau. Und er hat jetzt auch eine die Jawcraft Mod, die du spielen kannst, wenn du auf den Server kommst und die dir halt Shit einfach so gibt und weißt du, halt Möglichkeiten gibt auf den neuen Server von die Jawcraft. Ja, weil der hat schon wieder gesagt, also unsere Plugins veröffentlicht er ja auch ganz normal, Leute. Das heißt, die kann sich danach jeder auf GitHub runterladen, wenn er Bock drauf hat auf die Plugins. Aber zum Beispiel die für Jawcraft, erstmal, ich glaube, dafür wird er wahrscheinlich auf jeden Fall bezahlt. Nee, freiwillige Basis. Na, ich denke schon, dass sie irgendwas bekommt, weil die wollen wahrscheinlich die Rechte an den Plugins behalten. Nein, ich hab ihn gefragt, er hat gesagt, er programmiert nur freiwillig Basis. Ja, aber er kriegt wahrscheinlich irgendwas dafür. Er wird nicht direkt bezahlt, aber zu Geburtstag kriegt er irgendwas oder Ränge kriegt er und sowas halt. Ja, Ränge schon, er hat Level Oper. Ja, er kriegt halt irgendwie sowas, was halt nicht als Verdienst zählt, sondern so halt da immer da ist. Ja, er hat Level Oper auf dem Server. Da lag die Luke. Aber diese Plugin kann er zum Beispiel auch nicht veröffentlichen, Leute, weil die funktionieren halt bei normalen Servern nicht. Und hier schreibt ihr ja Plugins für einen normalen Server bei uns, für mich und Hypewendern.
Das heißt, das sind Standardsachen, die kann jeder auf seinem Server nutzen, theoretisch. Ja. Genau. Also, Lars, immer noch. Ich könnte mal ein weiteres Plugin veröffentlichen. Ich werde immer noch die Karte. Ich hasse dich. Herz unter. Bald. Stellenzähne. So, ist weg. Jetzt hast du noch eine Chance von 1 zu 19. Welche Karte habe ich in der Hand? Herz ober. Bald. Blattkönig. Was? Welche hat. Der Blatt, der grüne König. Eichel 10. Okay. Eichel 10. Oh, der grüne unter. Junge, Junge, Junge. Der grüne unter, okay. Nicht Blatt unter, grüner unter. So, welche jetzt? 10 Herz. Ach, Eichel König, Mann. Ich hasse dieses Spiel, Leute. Ich werde hier gezwungen zu, falls es jemand fragt. Jo. Warte, jetzt warte, welche Karte? Warte, Leute, ich mach mir das ganz einfach. So, Leute, jetzt habe ich es halb weg, leider. Ich weiß auch nicht, wo der hin ist. Ja. Leute, angemerkt, Luca macht das alles auf freiwilliger Basis. Ja, ich habe mir den gemobbt von Hype, das stimmt, das gebe ich offen zu. Aber Hype hat halt auch nur einen Spezialserver. Und so wie ich das empfinde aktuell, ist der eher so inaktiv. Meiner ist zum Beispiel 24/7 ja aktiv, mehr oder weniger. Und das ist halt was anderes. Hier muss ich halt vertrauen, dass die Plugins laufen, zum Beispiel. Eines der größten Probleme. Soll ich Hype wieder anmachen, Leute? Zapfbrotöffel. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Verpiss dich, Hurensohn! Welche Karte habe ich da Hand? Komm noch einmal. Blattass. Mm-mm. Ich hasse den Dude. Verprügelt ihn, bitte. Was schätzt du, was du war? Kraft! Power! Strength! Karo 7. Das war kein Karo. Ich weiß, weil du so ein scheiß bayerisches Deck hast. Das ist auch verwirrend. Wer hat sich denn bitte zwei Decks für diese Scheiße ausfallen lassen? Ich nicht. Ja, wärst du mal, dann wärst du heute reich. Ich hasse dich immer noch, halt. Ist mir egal. Leute, ich komme wieder zu nichts Produktivem wegen diesem Jungen. Ja, der macht den Bock, dass ich das Zeug lasse, es in Ruhe. Wir könnten. Ich also, Leute. Was ich machen will. Mann. Leute, wir machen jetzt. Einen Channel machen wir jetzt erstmal auf. Den nennen wir Blackboard, also auf Discord. Für Arbeiten und so, da kann jeder halt was reinschreiben, wenn er Bock hat, wie man den so. Ja, das werde ich gleich nutzen, Mann. Weil ich hab eine Arbeit anzubieten. Und danach bitte eure Nachrichten löschen. Also, ihr kriegt da Löschrechte darauf, dass ihr eure Nachrichten löschen könnt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Nee, gibt es den Mods? Nee. Machen wir so. Die Mods können das. Oder machen wir dann, dass alle Player auf das Buch zugreifen können, schon, oder? Ja, das Buch kommt eh später. Der will sich erst jetzt um das Ding-Plugin komplett kümmern. Dann musst du aber auch am Anfang eine angepinnte Nachricht reinballern, dass es auch als Regel gilt. So, dass die Nachrichten gelöscht werden müssen. Dass nur aktive Quests dastehen. Genau. Dann mach das einfach oben als angepinnte Nachricht, dass alle unaktiven Quests oder halt Aufgaben. Kannst du ja schon schreiben. Alter, schreib Quests! Nein, Quests klingt scheiße, oder? Nein, Quest klingt scheiße, weil Quest ist bloß, es wenn du etwas machen möchtest. Es heißt schon Blackboard. Klappe. Du musst echt Blackboard, ja. Sorry, Daddy. Meine Scheißdecke, Alter, wieder. Was ist mit dir, Mann? Warum hast du so 1000 Falten drin, Mann? Du kannst gar nicht klar die Füße drauf abstellen. Meine Fresse, du Elendiger. Ich hab so einen schönen Sportball, so einen Gymnastikball. Ja, ich hab mir so eine schöne, kannst du schon sagen, Kuscheldecke, so eine dünne Sommerdecke. Mit halt, keine Ahnung, was das ist. Das kannst du eigentlich sagen, das ist nur für ein Sofa. Wenn du dich auf dem Sofa draufflatschst und einfach zudeckt, weißt du? Das ist eine alte. Die liegt bei mir die ganze Zeit, da war bei mir die ganze Zeit im Schrank rum. Da habe ich gedacht, so, Alter, was machst du mit der? Jetzt habe ich die Zahnbar gefalten. Hab eine schöne, längliches Rechteck und liegt die unter meinem Schreibtisch. Das ist perfekt für eine beim Vollfußablage, Mann. Oh, jetzt ist es wohl ohne Falten. Oh, so glatt, Alter. Ja. Es wird kein Heil geschrieben. Lösch es doch. Man hat nicht gehört, dass ich mich gerade auf den Tisch gehauen habe, aber ich. Oh Mann. Ed. Everyone.
Die Nachricht löschen, ja. Damit das ein bisschen cleaner aussieht. Hm. So. Machen wir erstmal in meinem Discord das Blackboard. Lässt sich aktuell nicht anders machen. Übrigens, Julian wird gleich enden, bald ist er kein Mod mehr, Leute, Julian. Der schaut lieber wieder Formel 1 heute noch. Ein Laro, wer ist dieser Laro? Laro ist ein normaler Typ, alles klar. Der wird bald wieder entmodelt. Wer? Achso. Julian. Julian. Halb schreibt. Also Leute, wenn von euch jemand Java-Plugins programmieren kann, dann kann er sich auch gerne bei mir melden. Auf freiwilliger Basis. Wir haben auch nichts dagegen, wenn was veröffentlicht wird. Aber ich könnte echt mal Lukas Plugin irgendwann mal mit veröffentlichen als Link. Aber ich hab's so. Da wird die Nachricht auch anhängen, weil der wird eine dauerhafte Nachricht sein, die eigentlich existieren wird. Wieso suchst du einen Bodyguard? Nein, ich biete meine Dienste als Bodyguard. So. Okay. Er hat die ganze Zeit geschrieben, so, okay. Och, Junge, Alter, come on, Junge. Hey. Ihr müsst eigentlich das Biete groß. Aber man kann nicht das mit. Kann man das nicht. Mann, seid ihr zu blöd für diesen scheiß Chat? Moin, kurz. Geht das, wenn ich das. Oh? Nein, das war nicht das Richtige. Was war das Richtige, Mann? Ah, scheiße. Discord ist wieder kacke. Mann, was waren das nochmal, dass du Sachen dick hast machen können? So diese fett gedruckt. War nicht das Sternchen macht kursiv. Was war das denn für eine Textur? Anführungszeichen vielleicht. Anführungszeichen? Ich schwöre, wenn das stimmt, Alter, dann richtig. Nö, akzeptiert er jetzt auch nicht. Eieieiei. Oh, warte mal, ich bin dumm, ich kann das einfach markieren und fett machen. Ich hasse den Jungen. Es ist ein Doppelsternchen. Ach, schade. Ich biete meine Dienste. Ja, Mann, da halb hier. Halb unterwegs. Halb is on the way. Hey. Halb is on the way. Hey. Halb is on. Okay, ich hab recht. Ich würde sowas von schief gehen mit dem Blackboard. Ich sehe es schon kommen. Leute, wenn es einfach den kostet, nicht was zu nutzen, denn der existiert im deutschen Buche. Es muss halt einfach nur ernst gemeinte Sachen sein. Dann sollte es hoffentlich nicht so schlimm werden. Eieiei. Da kommen wir wieder zu Nix. Seht ihr das? Nur Hype bietet was am Blackboard an. Ist das spannend. Wow, so spannende Diskussionen und Verhandlungen. Wow. Echt, verhandeln die mit dir? Nö. Es ist für beides, dummer Mensch, aber ich will keine blöden Antworten wie Hi oder so oder sowas lesen da drin. Du
kannst da alles draufschreiben, wenn du, keine Ahnung, jemand brauchst, der für dich meinen geht, was Spezielles, kannst du da draufschreiben. Wenn du was brauchst, zum Beispiel willst du einen Stack Diamanten, schreibst da drauf. Musst dich halt mit den anderen Leuten verhandeln, die dann dir was bieten. Wie toll, wie viel willst du einen Stack Diamanten? 5-6 Diamanten. Business. Ich meine, du bist so reich, dass du Diamanten auf Diamanten vertraden musst, runtertraden. Ach ja, kennt Lars ja nicht. Nee, ich hab Game Mode. Ich muss nicht traden. Oh. Dann machst du so 1, 2, 3, 4 Stacks geschraubt. Außerdem habe ich mehr als genug Diamanten. Ich glaube, hab ich über 2 oder 3 Stacks Diamanten. Weil ich schon mal bei Hype ganz groß einkaufen war. Ja, Mann, das habe ich gemerkt, weil ich habe jetzt nur noch 2 Stacks Diamanten. Das war ich aber nicht. Mal. Nicht einmal 2 Stacks Diamanten. Nicht einmal 2 Stacks mehr. Mann, was ist mit dem ganzen Tier passiert? Oh, es regnet. Nein. Es ist normaler Regen. Moment durch. Also, ihr dürft alle da, keine Ahnung, wenn ihr irgendeinen Deppen sucht, der euch den Arsch abwischt, könnt ihr wahrscheinlich da auch reinschreiben. Ob ihr jemanden findet, ist natürlich eine andere Sache. Und das war ironisch gemeint. Ich will gescheite Sachen hören, wenn dann. Es wird alles gelöscht. Weißt du, mir ist gerade aufgefallen, ich hab jetzt halt am Anfang immer Essensprobleme gehabt, aber jetzt habe ich kein Essensproblem mehr. Ich habe stackweise Karotten, goldene Karotten, eine 9er Reihe voll Stacks voll. Brot habe ich richtig. Nur eine 9er Reihe! Was bist du denn? Ich habe fast 2 9er Reihen. Ich habe dafür 2 9er Reihen mit normalen Karotten voll, aber ich habe nicht genug Gold. Ja, deswegen kaufe ich die ja immer. Ich trade die ja im Euro. Ist egal. Und ja, traden, das Trade ist billig, Alter, dann, wenn man die holt, durch Trading. Dann ein bisschen Steak, ein bisschen Äpfel, dann 10 gekochte Nein, musst du nicht, dummer Mensch. Kannst du machen. Nee. Wenn du möchtest. Und ich habe noch fast die zwei Cooked Rapids und ich habe jetzt diese Cooked Salmon, Alter. Das sind Essensquellen, Junge. Wenn du mit dem Feuerschwert da durch bist und die Dinger abklatscht, das ist so eine geile Essensquelle, Mann. Ich hatte noch nie Probleme, so. Vor allem seitdem ich die vollautomatischen Farmen habe, habe ich gar keine Probleme mehr mit Essen. Ja, das glaube ich dir, Mann. Ich habe jetzt schon so viel, dass ich viele Sachen billig anbieten musste am Spawn, damit ich die loswerde. Ich kann auch wieder Bambus am Spawn theoretisch anbieten. Ich habe so viel Bambus. Aber ich crafte die ganzen immer zu Sticks, damit ich die an meinen Villager verkaufen kann. Das ist eine gute Quelle eigentlich, was denn die Villager verkaufen. Ja, ich habe ja einen Villager. Dass man wieder Emeralds hat, um sich da die überteuerte Tierrüstung am Spawn kaufen zu können. Genau die. Ey, gefühlt, du hast schneller Dias gefarmt, als dass du 4 Stacks Emeralds zusammen hast. Du weißt, dass es mit Absicht so teuer ist. Ja, warum, Mann? Dann ist halt keiner drauf geheilt, sich das am Spawn so zu kaufen, Mann. Ja, das ist ja auch gut so. Eieiei. Wie teuer waren eigentlich immer die Eisenrüstung, die du kaufst? Einen Emerald. Pro Teil. Ah, gut, ja. Der Buschel war wieder easy mit Viren Stack voll. Vor allem, die kriegt ja auch niemand. Die verschwinden ja einfach dann aus der Welt. Die werden ja gelöscht. Das sind ja, das sind OP. Die Emeralds? Ja, das sind Admin-Shops. Was verkaufst du nicht an Essen? Shake Potatoes, Bread, Biscuits, Pumpkin Pie. Okay. Okay. Ach ja. Ich brauche noch viel mehr Glas. Aber ich habe keinen Brennofen mehr. Lalala. Und das Schwarzbrennen ist zu lustig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe heute immer noch nichts gelernt. 12 Emeralds für einen fucking Bogen, Junge. Oh shit. Ja, es soll aber, du sollst dich ja nicht am Spawn voll kaufen, sondern du sollst ja eigentlich farmen gehen. Deswegen sind ja die Preise teilweise so überteuert. In Anführungszeichen. Außerdem soll es halt die Möglichkeit geben, für alle anderen Beteiligten halt Sachen billiger anzubieten. Wenn man möchte. Mhm. So ist es eigentlich gedacht. Ich habe noch Bienen, ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, ich habe noch mehr Bienen.
Weil dann lassen wir. Damn, Alter. Ich suche auf Villager Training. Ich biete nichts an. Das weiß ich jetzt schon. Warum? Wie kannst du bloß los? Ich könnte mal wieder ein paar Emeralds ertrainen. Jetzt macht er das wieder überteuert, der Arsch. Hm? Der Moment, wenn der Arsch wieder die Emerald mehr Sticks für ein Emerald haben will. Wie kann er das bloß tun? Ah, das ist ein Baum. Oh, die Junge, auf einmal steht noch eine Akazie mit einem Weg auf den Berg. Das ist ein Baum, what? Ey, fliegst du so, denkst du nichts, auf einmal kommt so ein Berg und eine Akazie davor, so, oh shit, ich nach rechts ausgeholt. Na oh, cool, ich hab noch ein paar Sticks. Farben produziert halt extrem gut, die ich unten hab. Schon wieder 4 Stacks Sticks. Gut, aber ich brauche halt keine XP mehr, theoretisch. Oh, war schon einer. Jetzt habe ich so viel Stuff übrig. Ich weiß gar nicht, was ist denn morgen Montag, ne? Ich habe auch gar nicht auf den Stundenplan geschaut. Ob da Vertretung drin steht, ich hoffe immer auf Vertretung, Leute. Nein. Weißt du, was das Traurige ist? Du musst dir vorstellen, ich habe einfach nur noch 3 Wochen Schule und danach schreibe ich Prüfungen wieder. Sehr hart, ich habe 5 Schwerletzer und er denkt direkt was. Ich weiß. Das macht vor allem nur einen halben Ding besser. Das ist halt nix, glaube ich. Nicht wirklich. Du verlierst trotzdem gegen Hype. Zu 100% dummer Mensch. Ja, da hat mir meine Eisrüstung das erste Mal verloren, weil er in Anführungszeichen nicht wusste, dass es losgeht. Ja, aber selbst wenn ihr dann kämpft mit eurem vollen Equipment, dann hat er trotzdem eine Chance mit Dawn 3. Junge, du hast Dawn 3 auf deiner Rüstung, da hat er keine Chance. Die Netherite auf jeden Fall, aber wenn er jetzt gegen. Ich hab ihn das erste Mal mit Eisenrüstung besiegt. Da habe ich ja nicht mal. Auf der Chest habe ich nicht mal irgendwie Brot oder sowas. Ich habe bloß Brot 3, Brot 4 und Brot 4. Und die Chest ist halt nichts, bloß einmal mit Dornen 2 und halt so ein Shit verzaubert. Und halt Mending. Aber ist ja ein Giga. Was? Brauchst du Kaktus? Ja, das ist dann bloß für die Bone Meat Farm, ja, aber. Eigentlich könnte ich das ausbauen, ne? Fällt mir gerade auf. Ich könnte meine Kaktusfarm austauschen, ne? Ich könnte die auch umbauen zu einer Bone Meal fahren. Danke, Hype. Shit. Aber wofür brauche ich Bone Meal? Ja, genau. Brauchst du nicht. Lass es einfach sein. Ich brauche keins. Let's real talk. Das geht auch nicht, Das ist eine Gold-Sigtat-Spitzhacke hier. Oh, aber ich habe so viel Kaktus jetzt noch übrig. Und ich wollte vorhin noch ein Level 30 ranzaubern, dass ich mir vielleicht noch ein Dia-Sword auf Sharp 4 verzaubern kann. Weil es ist nicht viel. Ich hab 4 verzaubert. Und dann. Apropos mache ich doch. Ich hasse Hype. Falls sich jemand fragt, wieso wir zusammen spielen, das liegt einfach daran, gegenseitig hassen wir uns eigentlich. Wir kennen uns auch gar nicht. Also, wir sind erst seit 2 Monaten befreundet. Ich habe erst seit 2 Monaten Hype als Freund eingetragen in der Liste. Und ich weiß auch nicht, wieso ich dem Spasten überhaupt vertraue so sehr. Das Ding ist. Oh shit. Halt, nein! Fuck, Alter. Ich hätte gerade fast einen Snapper an dich geschickt, Alter. Schick dir doch mal einen Snap. Nein. Also, wenn du einen zurückschickst. Schick keine Snaps. Ich hab einen Memory Snap gerade gehabt, Mann. Und den hab ich gerade angeschaut. Aber ich war fast an dich weitergeschickt, Junge. Mann, oh Mann, warum das so blöd und lass Hm? Kriegst du nicht. Ja, aber was ist, wenn ich will? Dann weißt du ja richtig, wie ich aussehe, Alter. Ich weiß auch so, wie du aussiehst. Endlich! Ja, ja. Let's go! Oder so! Junge. Verpiss dich, du kleiner Wicht.
Was machst du da? Oh, das gibt doch diese Audio. Kennst du das, wo dieser eine Typ dann direkt mal runterfilmt ins Treppenhaus und eine so den Feuerlöscher klauen will und der Lehrer singt so wie Mozart? Was machst du da, du böser Wicht? Geht das nicht? Ich könnte jetzt noch ein bisschen Grün verkaufen. Hype, halt die Fresse! Das wird bald wieder ausgebaut. Das wird bald wieder ausgebaut. Du nutzt ihn aber immer die ganze Zeit und ich darf es nicht. Nö. Ich streame ja auch, das dient ja zu Unterhaltungszwecken. Okay. Ey Leute, ab sofort gibt's in meinem Shop auch Kaktusgrün zu kaufen. Falls jemand Interesse hat, muss da ein paar Sachen von verkaufen. Cool, meine Kartoffeln sind endgültig aus dem Shop. Was ist hier? Ey, dieses Wofür kommt immer so random. Ich habe immer so eine random Nachricht, Wofür. Ich würde es einfach nur loswerden. Ich verkaufe es auch ganz billig. Kannst Scheiße, damit, Digga. Du kannst ja deine Schalke damit färben. Ich gehe nur kurz kacken. Seht ihr, Hype ist also kacken. Eigentlich ganz kurz trinken holen. Keine Ahnung, ich verkaufe es jetzt einfach. Verkaufe es ja auch sau billig. Ich brauch's halt nicht mehr. Genau wie viel. Ich hab einfach von manchen Sachen zu viel, Leute. Wo soll ich denn damit hin? Ich habe ja jetzt schon ein Riesenlagersystem, was. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, dass ich leicht überfordert bin mit dem System mittlerweile. Nether, Redstone, Erz, Cobblestone. Wo ist Natur? Seht ihr, was ich meine? Jetzt müssen da halt Anteile verkauft werden. Von solchen Systemen. Übrigens, ich habe noch 22 Öfen, das ist richtig geil. Und einen Hebel. Nö. Dafür ist es zu schade. Vielleicht braucht ja jemand Grün. Keine Ahnung. Oder wenn ich wieder eine XP-Farm baue, kann ich das wieder umbauen. Weiß da nicht, wofür ich Bone Meal jetzt brauchen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Ich brauche halt eigentlich nur automatische Farmen. Ja, ich kann auch in den Spawn gehen und dort wegschmeißen. Es ist nicht so, als... Da läuft aber halt schon so viel Energie durch. Ja. Und ich bin wieder da. Der Alkoholiker ist wieder zurück. Der hat jetzt sich 3 Pullen Bier aus dem Kühlschrank genommen. Ich habe das nämlich genau gesehen. Nö, Wasser. Hör auf zu lügen, Hype. Aus dem Kühlschrank? Technikraum. Technikraum. Technikraum, wo die Heizung steht. Wo die Heizung. Ist schön kühl. Da musst du für in den Keller rennen. Nö. Erstgeschoss. Ich habe kurz mit meinem Dad geredet. Du musst dir vorstellen, du gehst bei uns in die Wohnung rein. Also wir haben eine doppelte Wohnung, eine übereinander. Und dann ist gleich links der Technikraum halt die Heizung. Mit halt unseren Getränkekästen und halt den Stromverteiler. Und kannst da rechts in den Flur gehen und halt einfach straight offen ins Wohnzimmer. Und mein Dad war gerade auf dem Sofa gelegen und habe ich noch schnell ein paar Wörter mit ihm geredet. Leute, wisst ihr, das ist um den Heizungskeller gut. Wir haben auch nur noch einen kleinen, weil wir mit Gas heizen. Ihr heizt wahrscheinlich mit was anderem, oder? Strom, wenn überhaupt. Aber eigentlich Holz. Mehr ja. Brauchen wir an Heizung nicht. Wir haben Fußbodenheizung und eigentlich brauchen wir den nie. Ja, weil Wohn-Esszimmer, offener Flur, Küche, wird alles mit der Holzofen geheizt und dann der Rest eigentlich relativ. So im Sinne, weißt du. Ja, bei uns wird halt alles mit Gas geheizt. Wasser. Und mit aufbereitet ein bisschen. Wasser wird aufbereitet? Refresh schon ja. Wieder so. Ja. Nee, wieder du brauchst ja einen warmen Wasserboiler unten halb. Das solltest du doch wissen, du bist doch so viel auf Hausbesichtigung, in Anführungszeichen. Neubauen, aber ja. Ja, aber bist du dann nicht, also, gut, ja. Die haben Wärmepumpen hauptsächlich wahrscheinlich mittlerweile, die meisten. Ja. Naja, weil Wärmepumpen ja nur zugelassen werden von der Bundesregierung. Was für ein Scheiß.
Jetzt no joke, ich find's richtig beschissen, was die Bundesregierung da vorhat. Was? Ey, Holz abschaffen. Holz ist kein ökologischer Brennstoff, weil es so viel CO2 freisetzt. Ja, dann bring Holz in die verfickte Sägerei, lass es aufsägen für ein Schreinerholz und lass es erstmal 1,5 Jahre trocknen. Da geht auch der ganze Wasserdampf mit den CO2 aus den Holzfasern raus. Ey, lass es eigentlich verbrennen, meine Riss. Und du musst sagen, blöd gesagt, ich schätze es mal bloß. 30 bis 40% des ganzen Holzes, was gefällt wird, kann in Deutschland als Arbeitsholz verarbeitet werden, weil der Rest ist entweder krummwüchsig, hat sich gedreht, das heißt, du kannst es nie auf ein gerades Brett oder einen Balken hinbekommen, oder das hat halt 1000 Äste drin oder ist morsch oder whatever. Und das Holz sollst du wahrscheinlich einfach wegschmeißen oder was? Was ist das? Wenn es verrottet, setzt es das CO2 auch wieder frei. Also Leute, ich kann der Bundesregierung schon ein bisschen nachvollziehen, aber wenn ich mir anschaue, was eine Wärmepumpe kostet und wann du die bekommst, das lohnt sich dann doch nicht. Das muss sich halt alles lohnen. Wenn es sich lohnen würde, dann würde das jeder machen, aber so lange kann ich das auch nicht nachvollziehen, den Schritt der Bundesregierung. Nee. Weißt du, wenn das ja nichts kosten würde und der Staat sagen würde, ja, wir übernehmen die Kosten dafür, für so einen Scheiß. Aber der Staat zahlt ja nichts, wenn wir das machen. Nee, wir werden jetzt gezwungen, das zu machen, und das war's. Ganz ehrlich, solche Geschichten mit, ich zahle nichts, ey. Die haben mich seit einem schönen Thema getriggert, und zwar das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket fand ich super. Ist eigentlich eine super Idee. Jetzt passen auf. Ich will jetzt nichts über die Regierung schimpfen oder sowas, aber Image, also stell dir das vor, und du weißt, dass es recht ist. Wenn du mit dem 9-Euro-Ticket das ein bisschen verfolgt hast. Das 9-Euro-Ticket hat Gesamtdeutschland nur ein paar Millionen Euro gekostet. Die Hälfte hat jeweils der Staat übernommen, die andere Hälfte haben die Bundesländer übernehmen müssen. Aber dann, ich sage ja nicht, möchte nicht lästern, kommen Milliarden Euros in die Ukraine fast wöchentlich oder monatlich. Aber da hat der Deutschland nicht mal Zeit, ein paar Millionen für das deutsche Volk auszugeben, aber gibt Milliarden Euros ins Ausland, zum Kriegsland, das seit Jahren Krieg hat, aber Deutschland noch nie gejuckt hat. Das hat seit Jahren Krieg, Ukraine und Russland. Hat immer diesen Streit. Aber jetzt kommen Milliarden ins Ausland, aber Millionen für Deutsche hat der Staat einfach nicht. Das Geld hat er nicht da, weißt du? Ich distanziere mich von Hypes Aussage. Die Ukraine Es ist jetzt das zweite Jahr, wo sie wirklich mit Russland im Krieg sind. Wir sind auch seit Jahren theoretisch gesehen mit Russland im Krieg. Ja. Das ist scheißegal. Aber ich rede nicht mal von den Dingern. Wir schicken nach Indien mehrere Milliarden. Wir schicken nach Afrika. Ja, ist ja schön und gut. Können wir machen. Aber müsste es dafür nicht erst im deutschen Volk gut gehen? Soll das nicht so eine Voraussetzung sein dafür? Das ist auch meine Aussage. Schafft ihr erstmal eine gescheite Grundlage fürs deutsche Volk? 9-Euro-Ticket darf der halbe Hälfte der Bundeswehr zahlen. Also, what the fuck? Ja, aber das 9-Euro-Ticket ist noch ein anderes Problem, finde ich. Aber das liegt nicht an der Regierung, doch zum Teil an der Regierung, aber auch zum Teil an der Deutschen Bahn. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Foxy Gaming meinte, dass der Großteil des Holzes, was nicht zu Brettern verarbeitet wird, zu Papier gemacht wird. Ja, kann auch sein. Ich liebe mein Arschpapier, ne? Das wisst ihr. Aber Brennholz muss halt auch gearbeitet werden, weil trotzdem, es gibt halt noch viele, die haben einfach einen Holzofen drin. Vergesst nicht Pellets. Genau, Pellets, Hackschnitzel. Es wird einfach Äste, in denen die Blätter vorhanden sind, die werden mit Blättern und meistens auch ohne Blättern in Hackschnitzelmaschinen reingekratzt. Weißt du, das ist gar nicht das Holzstamm, sondern die Äste. Was glaubst du, was die Äste an CO2 beinhalten? Die haben auch in den Blättern und in den Ästen auch arsch viel CO2 im Vergleich. Also euphorisch denken. Trotzdem eine riesen Buche oder eine riesen Ache, Alter. Wir haben manchmal mehr Äste im Wald liegen, wenn wir mit einer Achen fertig sind oder mit einer Buche, als wir eigentlich Meter Scheitel Holz heimfahren können. Du hast einfach einen riesen Haufen an Äste und bloß so 2 Heckschnitte, was du kannst sagen, die Hälfte dieses Holzhaufens, des Reisighaufens eigentlich ist. Ich meine, ja, Luft dazwischen, bla bla, aber im Vergleich ist ein Äste eigentlich fast so viel wie eigentlich Stammholz und es hat auch CO2 in sich. Wenn jetzt welche noch kommen mit Durchmesser, okay. Aber du weißt, was ich meine so. Ich wäre dafür, der deutsche Staat baut jedem Haushalt eine Wärmepumpe ein, sofort. Wäre lustig. Weil ich bin eigentlich schon für die Wärmepumpe. Ich finde das Ding super geil. Wenn du überlegst, das ist unendlich, du hast immer Wärme. Die Frage, die ich mir nur stelle, wie weit kann ich meinen Haushalt hochheizen? Damit.
Also kann ich auch 60 Grad in meiner Wohnung einstellen damit. Aber gut. 60 Grad, Alter. Puh. Plus die EU, ich kann dazu ja anmerken, mein Großvater, wir sind sehr, sehr alte deutsche Familie, sind wir tatsächlich 300 Jahre Familiengeschichte, können wir nachweisen. Wir besitzen also auch dementsprechend tatsächlich noch ein sehr, sehr altes Haus. Ich kann auch sagen, wo, in Gelsenkirchen, ist komplett hässlich. Oh shit. Ja, es ist Junge, so, ey, ich kann da im Keller nicht aufrecht stehen. Und ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich groß für meine Generation, aber halt größer als das Haus gebaut worden ist. Das Familienhaus, das ist, keine Ahnung, wie viele Jahre schon in Familienbesitz. Ich glaube, zweite also, oder dritte Generation. Wenn ich dir eins sagen, dann also, mach das nicht so offensichtlich einfach mit Namen, wo du wohnst. Junge, das ist ärmst, das ist scheißegal, das ist am Arsch der Welt. Das Haus, das ist egal. Da will eh keiner hinziehen, Hype. Da gibt's keine Jobs, kaum Jobs. Da will keiner hinziehen. Das war mal schön Minengelände. Auf jeden Fall in dem Haus, das ist halt wirklich so ein Altbau. Das gibt's da auch ganz viele, weil meine Familie tatsächlich da sehr viel gebaut hat. Unsere Familie gehörte mal eine Baufirma dort, vor Jahren. Also vor einem guten Jahrhundert mittlerweile tatsächlich. Und die Häuser sind halt an die Familie weitergegangen, immer weiter. Und das Haus ist halt so scheiße. Und jetzt hat die EU ja beschlossen, das muss neu wärmegedämmt werden. Meine Großeltern besitzen das Haus. Glaubt ihr? Ja. Jetzt nichts schlecht gesagt. Meine Großeltern haben sehr viel Geldverhältnis zu anderen Rentnern. Extremst viel. Aber glaubt ihr, die haben das Geld, um das nochmal neu zu dämmen? Niemals. Vor allem, das rentiert sie auch nicht. Der deutsche Staat ist so brutal mit sowas. Krass. Ja, Deutschland insgesamt. Natürlich, wir müssen was für den Klima tun. Das ist ja jetzt nicht das, was zur Frage steht. Sondern wie machen wir es richtig? Und ich glaube nicht, dass der Staat gerade richtig vorgeht. Bei vielen Themen. Außerdem, dass ich noch sehr komisch finde, da sitzen Leute teilweise an Positionen, wo ich mir denke, ja. Zum Beispiel, wie schon mal gesagt, unser Finanzminister, der ist schon mehrfach, hat der Insolvenz angemeldet. Da frage ich mich, ist der auf der richtigen Position als Finanzminister? Ja. Die einzigen zwei Personen, die ich aktuell okay heißen kann, das ist einmal der Pianzolo, der hat seinen Wehrdienst geleistet und sitzt daher, würde ich sagen, an der richtigen Position für Verteidigung. Und vielleicht der Lauterbach, der hat nämlich Medizin studiert und ist Gesundheitsminister. Ich glaube, der sitzt auch an der richtigen Position. Dann frage ich mich aber, okay, ja. Was macht so eine Annalena Baerbock? Ich glaube, die hat noch nicht einmal richtig gearbeitet, wenn man in ihren Lebenslauf reinschaut. Alter. Die hat nicht einmal richtig gearbeitet, aber soll jetzt Außenministerin sein. Und die hat mehr Geld für Schminke ausgegeben als jeder andere zuvor. Junge, allein schon mal, man verkehrt jetzt gehe ich nicht. Ich will mir jetzt ihren Lebenslauf angucken. Verteidigungsministerin damals. Ah, fuck, ey. Lamprecht. Genau, die Lamprecht, genau, danke. Ey, schau mal die Lamprecht an. Und dann schau mal Russland, Ukraine, Japan oder whatever. Irgendein anderes Land. USA, Amerika und Mexiko und whatever. Du kannst alle anschauen. Mit denen ihre Oberkommandanten und Verteidigungsminister rumlaufen, Alter. Die haben die Todesabzeichen. Wie viele Tote, wie viele Heldentaten und Bullshit. Und hier kommt die Lamprecht, der irgendwas studierte, die darf Deutschland verteidigen. Ich finde das ja gar nicht schlimm, aber man muss halt irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Du musst ein bisschen schon wenig in die Richtung gehen können, Alter. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Willst du wissen, was die Baerbock gemacht hat? Die hat Abitur 2000 gemacht, hat studiert. Politische Wissenschaften. Schön. Oh, die hat sogar mal gearbeitet angeblich. Obwohl, nein, das würde ich nicht sagen als Arbeit. Die war Büroleiterin von Elisabeth Schröder, die war Mitglied im EU-Parlament 2005 bis 2008. Und dann ist die in die Partei eingetreten, Leute. Die hat nie wirklich einen richtigen Job gemacht. Die hat keinen Doktortitel, weil sie den abgebrochen hat. Aha. Und das ist halt wieder für mich der Moment, Leute. Die hat noch nie richtig gearbeitet in einem normalen Job. Außer du willst mir erklären, dass Büroleiterin von einer EU-Abgeordneten ein normaler Job ist. Zumindest, was ja. Was die Mehrheit halt so treibt von uns. Jetzt, als Arbeit. Ich will jetzt nicht damit schaden, aber sag mal kurz mal. Du müsstest dir echt abgewöhnen, vielleicht. Ich sag's jetzt einfach aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das stehst, aber jetzt mit diesen Namen sagen von allen Städten, wo du wohnst und so. Also, ich würde mir das ehrlich gesagt jetzt nicht trauen, da dass ich halt. Das ist weit weg von mir, das ist ein NRW. Ja, schon. Das ist weit, weit weg. Weiß. Und da findest du das Haus nicht. Da haben wir mehrere Millionen Leute gewohnt. Junge, ich weiß schon, aber du musst da halt trotzdem vielleicht Eventualität aufpassen. Nicht, dass du dir echt mal rausrutscht, dass du sagst, wo du wohnst. Ich sag's ja bloß dir. Ich wohne in Münchener Ring 578 in München, Leute.
Wollt ihr noch die Postleitzahl wissen? 8057. Er kennt jetzt quasi nicht im Geburtstag. Ich kenne meine Postleitzahl auswendig, aber nicht die von München. Ich habe irgendeine jetzt wieder zugedichtet. Das sind 5 Zahlen, das ist das Einzige, was ich weiß über Postleitzahlen. Ich meine, über 5 Zahlen. Alp, du glaubst ernsthaft, ich bin so dumm. Ich würde niemals von einem Familienmitglied das Haus leaken. Niemals von irgendjemand meiner Freunde das den Wohnort leaken. Das gehört sich einfach nicht ins Internet. Das muss auch nicht ins Internet. Aber mein... Wenn ich Pech habe, kann man meinen Wohnort eh bald nachschauen, wo der ist. Wieso? Wenn man impressumspflichtig ist, muss man seinen Wohnort angeben. Es kann auch sein, man müsste einfach nur mein Gewerbe googeln. Dann könnte man auch herausfinden, wo ich wohne. Ach, wenn du Gewerbe... Ja, gut. Du kannst halt dann... Ja, das wäre besser gelöst. Ja, ich habe aber... Kann mir das nicht leisten, so eine externe Punkt. Das kannst du dir nicht jeder leisten. Du hoffst einfach, dass niemand das sieht. Das ist ganz einfach. Und versuchen, so lange zu verschleiern wie möglich und dann ein Management finden, was dir deine Adresse leiht dafür. Obwohl ich glaube, das mit dem Gewerbe ist, glaube ich, sehr schwierig, das herauszufinden. Weil anscheinend werden mehrere Gewerbe pro Tag angemeldet, mehrere hunderte hier in Bamberg. Also mache ich mir da nicht so viele Sorgen, das Ganze zu durchsuchen. Da musst du einfach nur Lars LJ zu. Nein. Irgendwas mit Lars. So haben sie bestimmt Lars angemeldet. Ja, werde ich sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe einfach nicht, dass jemand auf die dumme Idee kommt. Weil es ist schweineteuer. Ich kenne es von einem Kollegen, der Streamer, mit dem bin ich in der Klasse. Der streamt weniger mittlerweile, als ich, also ist runtergegangen. Aber der hatte echt meinen Stream-Sniper. Und dann ist die Polizei bei ihm gewesen im Stream. Ja. Das ist richtig scheiße. Und der hat damit Probleme gehabt noch, bis heute. So ziemlich, glaube ich. Ja, weil das hat einfach gemerkt, wird so die Polizei einfach wie, was hat sich eigentlich blablabla. Nein, das wird nicht so gemeint, aber... Oder was meinst du? Er hat halt immer noch diesen scheiß Papierkram an. Und für sich noch zu tun. Von dem Zeug. Das ist halt super viel Papierkram, der da aufgeht. Das kannst halt nicht in 5 Minuten abstempeln. Digga, wer hat die... Oh mein Gott, wer hat hier eigentlich meine Zuckerform? Ist da ein Creep explodiert? Junge! Hä? Ich sehe das gerade erst. Da ist ein scheiß Loch drin. Mann, wer hat hier ein Creep explodieren lassen? Meine ganze Farm ist überschwemmt unten. Oh, Hypeline, sei doch nicht so traurig. Sei doch einfach fein, ach, halt doch dein Maul. Ach ja. Aber das wird eh immer anstrengender, Leute. Desto tiefer ich da drin bin später, also desto mehr Geld ich in Anführungszeichen verdiene, desto schlimmer wird's tatsächlich. Aber mit mehr Geld würde ich mir halt auch so eine Auslagerungsadresse erstmal holen und anfangen. Aber die kostet halt schon, glaube ich, 10 Euro im Monat. Ich weiß, wie hieß die nochmal, diese Anschrift, die ich brauche? Eigentlich bin ich impressumspflichtig. Aber ich umgehe das immer, weil es keinen juckt, weil es keinem auffällt. Von den Leuten, die Ahnung haben. Und das ist auch gut so. Ohne Privatanschrift, genau das will ich. Weil ich habe erstmal überlegt, ich könnte das ja eigentlich über ein Postfach machen. Das würde ja gehen, das wäre auch kein Problem. Das Problem ist nur, du darfst das Ganze gar nicht. Hier, ich kann hier so ein Ding... Impressum-Service-Anschrift. Ladungsfähige Anschrift brauche ich. Aber die kostet halt im Jahr 80 Euro. Alter. Kann ich die auch noch auswählen? Möchte ich jetzt in Baden-Württemberg eine Anschrift haben oder in Bayern? Ungefähr so kosten die übrigens überall. Und ihr braucht eine ladungsschriftliche Anschrift, weil wenn euch jemand was schickt, zum Beispiel eine Rechtseinladung, weil du irgendein Recht verstoßen hast, dann muss das an diese Adresse gehen, nicht nach Hause. Und das geht beim Postfach nicht, weil niemand kann sagen, wann es geleert wird. Das ist so ein Scheiß, das Ganze zu machen. Und es gibt da echt nichts Günstigeres. Und das ist wahrscheinlich nur in Deutschland so. Ich baue nämlich eine scheiß ladungsfähige Adresse. Und ich krieg sowas nicht. Also es ist mir zumindest zu teuer. Und selbst wenn man hier die billigsten Buchungen nimmt...
ladungsfähige Anschrift. Wir können ja mal gucken, was der Spaß so kostet rund um den Dreh. Ich habe mich nicht. Weil ich habe mich extra informiert, du darfst das nämlich nur machen, wenn du wirklich. Du kannst kein Postfach nehmen. Also ich kann schon ein Postfach nehmen, aber es zählt nicht als ladungsfähige Anschrift. Der Vorteil wäre halt, dann würde ich jeden Stress und jeden Verstoß gegen das Gesetz. Ja, da habe ich schon mal. Ey, ich habe so viel durchgeschaut. 28 hier, ich krieg eine für 30 Euro. Hier. 30 Euro. 6 Euro kostet mich sowas. Und jeder Brief, der dann weitergeschickt wird, kostet ja auch nochmal was, Leute. Das dürft ihr ja nicht vergessen. Das heißt, wenn ihr einen Brief hinschickt, für einen Dreh, den wir auf deinen Wunsch in Original an dich. Okay, das geht sogar noch. Aber für jeden Brief, den die mir weiterladen, zeige ich nochmal einen Euro, Leute. Elektrisch. Ein Euro. Dafür ist es mir zu teuer. Die Frage ist natürlich auch, mittlerweile, ob ich mich beim Management bewerben kann, dass es mich nimmt. Eine Business-Adresse aber buchen bei der Post. Mhm. Wie viel kostet die denn bei der Post? Online-Adresse mieten. Was kostet denn der Scheiß? Mich würde interessieren, was der Scheiß kostet. Was kostet denn bei der Post der Spaß? Leute, ich will echt nur wissen, was kostet denn sowas? Keine Ahnung, was. Direkt zum Online-Shop. Weil mich interessiert, was das kostet, der Schabas. ATP-Status 404, not found. Super. Weil die Sache ist echt immer das Preisliche. Weil. Nein, nein. Vertraue ich der DHL. Ja. Ihr Wichser, Ban of Atropos. Ah, ich hab noch nie Probleme mit der DHL. Aber ich gebe doch keine 90 Euro für eine scheiße Anschrift aus. Aber so viel kostet halt der Spaß ungefähr. Und willst du mich eigentlich flicks? Oh. Die Sache ist halt, ich kann das höchstens umgehen mit tatsächlich mit einem Ding. Oder ich miete ein Büro an. Das könnte ich natürlich auch machen. Wollen wir mal gucken, was ein Büro kostet bei mir in der Region? Okay. Ey, dreimal ein scheiß Dierschwert verzaubert und ich bekomme. Was bekomme ich? Ban of Atropos 4, Unbreaking 3 plus Unbreaking 3 und jetzt halt nochmal Ban of Atropos 4, Knockback 2 und Unbreaking 3. Es bringt mir nichts, Junge, ich will Sharpness. Mann! Hä? Zeige ich hier gerade 0 Euro für den Scheiß? Zeige ich hier gerade 0 Euro für eine Adresse? Das kannst du mir doch nicht sagen. Keine Ahnung. Ah doch, die kostet. Aber hier ist sie noch teurer. Was ist, wenn ich nichts kaufen will, sondern nur so? Aber ich könnte auch mal gucken, was ein Büro kostet hier in der Region bei mir. Weil dann würde ich alles auf dem Büro liegen lassen. Vor allem, Leute, ich brauche eigentlich auch nur ein einziges Büro. Also ich brauche so ein Personenbüro. Ich guck mal, was es gibt bei mir in Bamberg. Hype, hättest du nicht Bock auf so eine Bürofläche von 3500 Quadratmeter? Mhm. Ist schon geil, oder? Dann kommst du aber auch nach Bamberg zum Arbeiten, ne? Junge. Was bekomme ich für Bezahlung, ist die Frage. Gar keine. Wisst ihr, ich brauche nur ein einziges Büro. Aber hier kriege ich nur 200, Leute, ich brauche vielleicht 10, 20 Quadratmeter Büro.
Und kann ich nicht mehr Fläche, kann ich Fläche auswählen? Maximal, was sagen wir denn? 50, ne? Ist, glaube ich, wäre maximal ganz gut. 50 ist, glaube ich, ganz gut mal. Ja. Ey, ist das teuer. Nicht so, was kostet das? Das eine Büro, was ich gefunden habe, 40 Quadratmeter. 8,70 Euro den Quadratmeter. Mal gucken, ob man theoretisch... Für einen Monat oder was? Plus 3,50 Euro Nebenkosten, dann sind wir... Aber es liegt saugut eigentlich. Wieso bewirbt sich da? Aber es sind die 8,50, sind die 8 links Euro für den Monat, aber oder für was? Pro Quadratmeter Miete, nur in Miete. Nebenkosten musst du ja auch nochmal bezahlen. Und die Mieterate ist monatlich oder? Monatlich, ja. Aber ich kann 20 Quadratmeter nehmen, aber das ist immer noch teuer, wenn ich mir überlege, 10 Euro pro Quadratmeter und ich muss mindestens 20 abnehmen bei denen. Das ist schon zu teuer. Wisst ihr, ich könnte auch irgendwo im Kaff eins haben. Wisst ihr, es ist ja, müsste ja nicht mal hier sein. Die Entfernung ist doch scheißegal. Ich versuch's nochmal. Bamberg. Weil, Leute, ganz ehrlich, mir ist der Bezugsraum, also wo ich überall hin... Das Büro ist ja nur eine Anschrift, habe ich da, Leute. Wisst ihr, es könnte auch im nächsten Nachbardorf sein und es wird mich halt nicht jucken. Solange es billig ist, in Anführungszeichen, juckt mich das nicht. Mhm. Weil es geht ja nur um eine Postanschrift, die ich damit miete. Ich kam ja in einem Dorf für 80 Quadratmeter, wie ein Preis bei Anfrage, bloß geil. Was gibt's noch für Dörfer, wo man hin kann? Ihr müsst euch echt vorstellen, ich brauche nur hier was. Ich könnte mal gucken, eigentlich in Haßfurt, ne? Fällt mir gerade so ein. Ob's da was gibt. Haßfurt gibt's nicht mal was. Dann gucken wir mal die durch. Ey, in Zeil kann ich mir 240 Quadratmeter anmieten. Bist dabei? 200 Quadratmeter, was? Aber ich kann 24 Quadratmeter schon buchen. Aber das ist immer noch zu viel. 10 Euro kostet der Quadratmeter Miete. Jo, Digga. Eieiei. Lass nach Chemnitz gehen. Hey, da sind die ja auch billig, die Mieten, Leute. Aber gut, das sind große Chemnitz, Flächen. Alter. Das sind große Flächen. Okay. 6,50. Hey, Chemnitz und Lili. Alter, Chemnitz und Lili. Let's go. Habe ich einen Grund, noch auf Chemnitz zu fahren? Hier in Chemnitz 7 Euro auf dem Quadratmeter, aber gut. Junge! Ey, komm, halt's mal! Band of I Drop jetzt 4 Unbreak, Knockback 2, Unbreak 3 und das gleiche Sword. Das gleiche Sword jetzt noch einmal bekommen, wieder bei einem Unbreaking. Bei einer Unbreaking 3er. Leute, ich guck mal in Nürnberg, da geht ja arbeiten. Shut up, alle, Alter. Meine Fresse, was ist hier los? Oh, ich kann 21 T-Shirts machen. Eigentlich halt brauche ich ja nicht mal 50. 20 würden mir ausreichen. Das ist ja das, was ich jetzt ungefähr als Zimmergröße habe für die Leute, die es interessiert. Hä, aber es ist ja gar nicht so teuer. In Nürnberg gibt es ein geiles Büro. Aber es ist halt immer noch teuer. 6 Euro und ich muss 30 Quadratmeter abnehmen. Obwohl, nein, ich muss nur 8 abnehmen. Nee, ich muss 30 abnehmen. Nee, ich kann... Ey, halb, lass 10 Quadratmeter mieten. Was glaubst du, was kostet 10 Quadratmeter? Keine Ahnung. Ja, so 100 Euro im Monat. Aber halb, wir können da 2 Büros reinsetzen. Halb, wir können da 2 Büros reinsetzen. Du kriegst 5 Lars. Quadratmeter und ich krieg 5 Quadratmeter. Das ist nix, aber egal. Ey, Lars. Was? Level 30 Verzauberung. Sweeping Edge 3, was glaubst du, was ich bekommen habe? Keine Ahnung. Ben of Adrop has 4. Sweeping Edge 3. Unbreaking 3. Was will ich mit diesem scheiß Ben of Adrop has 4, Alter? Das macht nur Damage gegen Spinnen, Alter. Schon Adrop, Ben of Adrop has 5. Ach Junge, ich habe keine 30 Verzauberung.
Gib mir fucking Sharpness! Was ist das? Ich kann das nicht wegmachen, Mann. Boah, fickt euch doch an ins. Ich brauch nur Sharpness 4. Ey, ich brauch nur Sharpness 4, Mann. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich brauche auf jeden Fall einen Rechtsanwalt bald, Leute. Wisst ihr, das ist fast billiger, sich ihn anzumieten, eine Geschäftsadresse. Aber die sind halt alle so teuer noch, in Anführungszeichen. Du hast dann einfach ein leerstehendes Büro im Endeffekt, oder? Wenn ich mir ein Bürogelände bieten würde. Obwohl, ich weiß nicht, je nachdem, wo es ist, dann würde ich es tatsächlich sogar nutzen. Wenn es zum Beispiel in Bamberg wäre, würde ich es tatsächlich nutzen, dann würde ich das Setup rüberlagern. Weil, ohne Witz, Leute, das stört mich tatsächlich ein bisschen. Oder später fürs Homeoffice würde ich es auch vielleicht nutzen. Mich stört es tatsächlich, dass es bei mir im Schlafzimmer steht, mehr oder weniger. Weil, ich weiß nicht, es stört mich irgendwie. Aber eine virtuelle Geschäftsadresse kostet dich halt auch ein Vermögen. Das lohnt sich ja nicht mal zu mieten. Die andere Sache wäre natürlich, ich zoome im Management, aber wenn ich Content Creator eingebe, Management, und dahinter Management schreibe. Ich suche ja nur ein Management, weil das könnte auch den ganzen Scheiß übernehmen, theoretisch. Aber Leute, da kommen erstmal nur Jobangebote. Leute, will jemand von euch Content Creator Manager werden? Aber ich suche doch ein Management! Ich will ein Management werden! Uiuiui. Ey, es gibt sogar Stellenangebote für Content Creator. Soll ich mich darauf mal bewerben? Alter, wie viel saufe ich gerade, Junge? Ich habe jetzt nicht mehr innerhalb von 5 Minuten eine 0,7 Liter Flasche durchgesuppt. What the fuck, Junge? Das Wasser läuft bei mir halt voll weg einfach. Influencer Management, mal gucken, was da gibt. B.A.O. Oh, Mann. Management für YouTuber. Weil normalerweise zahlst du zwar an ein Management auch einen Teil deines Gehaltes, bei mir wird es aber sich wahrscheinlich komplett in Grenzen halten, Leute, weil ihr dürft ja. Ich verdiene ja nichts. Aber das Problem ist halt bei dem ganzen Management. Oh. Da gehe ich sicherlich nicht hin. Willst du wissen, wer bei denen unter Vertrag ist? Standard Skill und iCrimex. Allein das ist für mich schon eine Sache, wo ich sage, ich finde die beide nicht besonders gut. Vor allem, das sind halt so die herausstechenden Beispiele. Aber ich brauche eigentlich ein Management tatsächlich bald. Jetzt beitreten. Wie kann ich denn da beitreten? Weil Leute, eigentlich muss ich mir echt jetzt bewerben. Ja, ich will mich mal bewerben. Leute, ich mach das vielleicht mal bei Whitecast. Bei mir ist es wirklich gerade scheißegal, welches Management mich nimmt. Obwohl, eigentlich ist es saudumm, was ich gerade vorhab, Leute. Weil mit dem Management kommt andere Arbeit wieder dazu. Weil, wenn wir so ein YouTube-Management nehmen, wenn ich das durchziehen sollte. Was ist das denn hier überhaupt? Ah, das sind nur Tools. Digga, plus Knockback? War und schon wieder plus Knockback 2. Ich habe es 3. Hybrid Weil eigentlich wären Management-Leute tatsächlich am sinnvollsten. Weil mit dem Management gehen wir halt der Kacke aus dem Weg. Insgesamt. Stundenlang immer wieder in die XP-Farm gehen. Wieso? Auf Level 30 der Scheiß. Aber meinst du, ich soll mich mal bei dem einen Management da einschreiben?
Also ich kann jetzt nicht in dein Privatleben reinreden. Ja, aber meinst du, ich sollte da mal einschreiben? Ich sag nichts dazu, ganz ehrlich. Ich kenne mich damit nicht aus und ich will auch nicht dazu sagen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Na, anschreiben kostet nichts erstmal, würde ich sagen. Ja, kannst du machen, aber ich habe keinen Plan, Alter, um was es sich überhaupt im Endeffekt handelt. Hier, da bin ich. Auch wenn du es mir erklären würdest, ich würde es sofort wieder innerhalb von 5 Minuten vergessen, um was es geht. Naja, die Leute sind dafür da, dass du eigentlich Werbepartner bekommst, aber das juckt mich nicht. Ich brauche eigentlich nur eine Anschriftsadresse, wo ich alles hinschicken kann. Die Sache ist halt, bei Verträgen ist halt das Problem bei denen. Deutschlands Agentur für Influencer-Marketing. Da muss ich hin, Heim. Da muss ich hin. Ich bewerbe mich einfach bei Funk, Leute. Obwohl, ich habe über Funk tatsächlich nur Schlechtes gehört in den letzten Jahren. Ich habe da echt nichts Gutes gehört. Wen haben die denn überhaupt? YouTuber-Netz, wen haben die denn überhaupt? Ey, jetzt ohne Witz. Leute, mir geht's echt drauf an, wen haben die denn überhaupt als Social Media? Och nö, die haben ASMR, Janina haben die unter anderem unter Vertrag, die hier. Aber die haben auch YPAX, oder wie der hieß, da unter Vertrag. Hm? Ja. Der komische mit dem Hunde-Skillen. Hä? Überhaupt gar nicht. Fair für alles, immer da. Geil, ich kann bei den Musik schnurren. Leute, ich muss da vielleicht echt mal schauen. Vielleicht schreibe ich echt das ein oder andere Management mal an. Weil, Leute, da kann ich auch die ganzen Scheiß von mir endlich wegschieben, weil dann ist das nicht mehr mein Problem. Halb! Es gibt, wie werde ich YouTuber? Ausbildung zum YouTuber! Wie werde ich YouTuber? Und kann man nicht werden. Als. Aber ich kann echt mal an die Beine schreiben. Das eine hört sich sogar richtig gut an. Das Problem ist nur, ob ich genommen werde. Oder ob ich noch zu klein bin. Ja, Shop ist 3. Let's go. Ich glaube, ich bin noch zu klein, Leute. Ich stehe zwar kurz vor den 1000, was halt gut sein könnte. Es kann aber auch scheiße sein. Aber es wäre halt schon cool, wenn ich ein Management hätte. Auf lange Sicht. Weil so kann ich mir wirklich den ganzen Müll, vor allem jetzt, wo ich dann die Ausbildung beginnt, vom Leib halten. Da wird halt ein Management schon unterstützen. Es wird vielleicht gleich eine richtige. Ach halt, ich habe mir auf die Picke gemacht. Das geht so nicht, okay. 25 Level. Let's go. Das ist mal eine dumme Frage, schnell. Nee. In der Enderman XP Farm. Ja. Ist ja oben eine Fläche Stone und die andere Fläche ist mit den Leaves gebaut. Warum ist da so unterschiedliche Flächen drin? Das mit den Leaves? Ja, halt Leaves und Stone. Stone sind Spawnfläche. Warum hast du die Spawnfläche nicht einfach größer gemacht? Die Leaf-Fläche brauchst du, die drücken sich weg. So. Ey, weißt du, was da ist? Dass ich jetzt aufhöre zu streamen? Keine Ahnung. Also an der Stelle würde ich sagen, das war's mit heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder zur selben Zeit. Weil bei mir crasht wieder alles ab. Ich hasse es. Aber ganz kurz. Jetzt will Hype noch was sagen. Leute, ich habe noch etwas für euch.
Ein kleiner Kommentar. 2 Aspect, 2 Knockback, 3 Mendic, Sharpness, 5 Sweeping Edge, 3 Anpilgen, 3 Netherite-Schwert ist da mit 11 Attack Damage und zwar mein guter alter Killer. Jetzt habe ich die beste Rüstung auf dem ganzen Server. Kommt online, battelt mich, wenn ihr euch traut und überzeugt euch selber. Okay, danke für das Wort. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.